Hallo und Weidmann Zeil, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. Ich möchte euch mitnehmen in diesem Vlog auf die Jagderlebnisse der letzten Wochen und Monate. Und normalerweise würde ich euch sagen, ich verspreche euch, es wird super spannend, aber das ist leider nicht der Fall, denn das Coronavirus hat Deutschland, hat Europa, hat die ganze Welt fest im Griff. Und das geht natürlich auch an uns Jägern und an den jagdlichen Veranstaltungen nicht spurlos vorüber. Viele Gesellschaftsjagden, Drückjagden sind dieses Jahr schlicht und ergreifend ausgefallen. Und so möchte ich euch in diesem Vlog einfach nur ein paar Bilder zeigen aus meinem Jagdalltag und das auch, ja, in einer etwas ruhigeren Art und Weise, Bildern mit Musik unterlegt. Und ich hoffe, das gefällt euch. Wenn das Ganze, was ihr dort seht, nicht selbsterklärend ist, dann solltet ihr einfach die Kommentarfunktion nutzen und mir eine Frage stellen zu den gesehenen Bildern. Ja, es wird ein paar Jagdszenen auch geben. Ich war auch nochmal erfolgreich auf der Einzeljagd, auf Rehwild. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr einen freundlichen Kommentar da lasst, ein Abo da lasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den folgenden Bildern. Sag mal, Ingo, es ist ein bisschen nebelig heute hier, ne? Ja, ich habe gekocht. Du, ja, wir machen das Beste raus, ne? So 30 Meter kann man ja gut gucken. Ja, wow, kannst auch weiter gucken. Ja. Und Weidmann Zeil, wir hatten gestern genauso ein Wetter auf dem Ansitz. Ruth, wie weit konntest du denn gucken? Ja, 10 Meter, super. Genau, also vom Licht her war das, glaube ich, ganz okay, aber wir haben keine Schweine gehört, gesehen und die hätten auch einmal so 20 Meter hinter der Kehrung herlaufen können und ich glaube, wir hätten sie bei dem Nebel nicht gesehen. Jetzt sind wir gerade hier gemütlich auf der Kehrrunde und ich muss jetzt mal die Klappe halten, ne? Weil das heißt immer so, man muss so leise sein an der Kehrung. Ja, jetzt schauen wir mal, ob da die Sauen heute Nacht vielleicht doch noch gewesen sind. Da hat nämlich der Ingo gesessen. Aber deswegen reicht ja einer auch, oder? Ja, wenn es nicht angenommen ist, ist es nicht angenommen. Man glaubt es kaum. Aber wir sind jetzt hier so 2 Stunden im Revier unterwegs und sind gerade die Kehrung abgelaufen und es klart auf. Man kann hier von richtiger Fernsicht sprechen. Da hinten auf der Kanzel, da habe ich gestern Nacht gesessen.
Fehlern möchte ich mich verabschieden und ich hoffe, das Video hat euch bis hierher gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben und vielleicht so ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen diesem Kanal hier folgen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal die Gelegenheit nutzen, allen Menschen zu danken, die diesem Kanal folgen, die immer fleißig kommentieren und mir einen Daumen nach oben geben. Macht bitte weiter so, unterstützt mich da, das würde mich freuen. Außerdem möchte ich mich bei allen jagdlichen Weggefährten, bei meinen Jagdfreunden bedanken, die mich ja immer unterstützen und die es auch akzeptieren, dass da immer jemand mal mit einer Kamera dabei ist. Auch da an euch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich glaube, ihr wisst, wer gemeint ist. Also vielen Dank euch, dass ihr mich dahingehend auch unterstützt. Außerdem möchte ich mich bei meinen Mitjägern bedanken, hier im heimischen Revier. Auch ihr unterstützt meine Jagdfilmerei und ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Jagdjahr viel Freude und viele spannende Jagdmomente und hoffentlich auch wieder mal das ein oder andere gesellige Treffen gemeinsam erleben können. In diesem Sinne, für das neue Jagdjahr wünsche ich euch allen Jägern Waldmannsheil und auch allen Nichtjägern, die hier jetzt zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bleibt mir treu, bis zur nächsten Folge im neuen Jagdjahr.